Moment mal. Was machen wir überhaupt gerade? Wir gehen jetzt gerade zur ersten Arena, oder? Das ist ein Problem, fällt mir auf. Denn für die erste Arena brauchen wir ja ein Pflanzen-Pokémon, um da rein zu dürfen, überhaupt. Darum überlege ich gerade. Ja, dann kriegen wir wahrscheinlich ein blödes Blizzard oder so. Ja, mein Super Saiyajin Blue mit 20 Feuer-Raioken. Ah ja. Ach ja, Dragon Ball. Wenn man Dragon Ball als Kind gesehen hat, ist das schon ziemlich nice. Du hast doch Gnufensa. Ist Gnufensa. Moment, da müsste ich jetzt nachschauen. Aber stimmt eigentlich. Gnufensa sollte passen. Ich habe aus irgendeinem Grund im Kopf gehabt, dass Gnufensa nur Typ Gift ist am Anfang. Ne, warte mal, Quatsch. Nidoran weiblich ist momentan nur Gift und nicht Boden. Da müsste eigentlich alles passen. Pflanzengift, okay. Dragon Ball Popo ist Dragon Ball, aber mit Windeln. Ich werde angeschrieben. Ey, warte mal. Was willst du, Handy? Stresst du oder was? Okay. Egal. Alles gut. Ich habe nun erfahren, dass alles super ist. Weiter geht's. Ein Pokéball. Ich habe. Himibären. Schön. Gut, ich will natürlich gegen alle kämpfen. Schön XP einsammeln. Hat was? Da hat doch gerade was geglitzert, oder? Oh, da glitzert allgemein was. Na gut. Das ist wurscht. Ja, okay. Der ist unwichtig. Den brauchen wir nicht. Wenn das Handy wieder Auge macht. Wenn das Handy wieder Auge macht. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Nein, es sind keine Song-Requests an. Das hier, so bei normalen Playthroughs will ich sowas nicht drin haben. Wenn es jetzt ein Spiel ist, wo man halt. Wenn es jetzt Pokémon Revolution Online wäre, ein Stream, dann würde ich sowas drin haben. Aber sonst nicht so. Vor allem Pokémon-Musik ist ja super geil. Ja gut. Nein, ich hab. Oh, okay. Ich dachte, ich hab mich verklickt. Kratzer. Oh ja! Nidoran gegen Nidoran. Och nee, das wird jetzt eine Weile brauchen. Aber meins ist krasser. Vor allem, wir müssen ja eigentlich. Ja gut. Wisst ihr was? Ich hab gerade einen Gedanken gehabt, den ich direkt wieder wegwerfen will. So von wegen, eigentlich müssten wir mehrere Pokémon fangen, um zu schauen, ob wir ein besseres Nidoran bekommen. Aber ich glaube, in Let's Go auf sowas wie EVs und so, was es hier ja eh nicht richtig gibt, zu achten, lohnt sich nicht. Aber es gibt doch hier, das ist doch wie in Pokémon Go, da gibt es ja auch EVs. Eigentlich müsste es das hier auch geben. Oh, ich habe die Göre besiegt. Lass mich Ruhe, gib mir dein Geld. Ich frage mich, wie viel Prozent deiner Sätze du wirklich zu Ende bringst. Er ist nicht so wichtig. Ich muss meine Sätze nicht zu Ende bringen, weil ihr genau wisst, was ich meine. Das ist neue. Ihr wisst schon. Das ist die Taktik. Aber warum sollte ich meine Sätze beenden und Zeit verschwenden, wenn ihr sowieso wisst, was ich sagen will? Würde mich wundern, wenn es überhaupt EVs gibt. Also EVs gibt's. Eigentlich nicht, wobei ich bei den Level-Ups immer, das steht ja immer so ein Plus 1. Also könnte es EVs doch geben, wenn ich so drüber nachdenke. Aber EVs müsste es eigentlich geben. Weil die gibt es ja in Pokémon Go. Oder halt sowas ähnliches. Oh je, Kokuna. Bitte nicht. Bitte tu mir das nicht an. Giftstachel macht wahrscheinlich wenig Schaden. Können wir dich einfach vergiften? Können wir dich einfach vergiften, bitte? Kann Giftstachel vergiften? Giftstachel müsste vergiften können, oder? Moment, wir können ja gleich mal schauen. Steht dann ja dran, bestimmt. Fakt, es war die X-Taste. Eventuell vergiftet, ja. Komm, vergifte das Koguna. Komm. Komm schon! Shit.
10%? Easy, das kriegen wir beim dritten Mal hin. Komm schon. Weil, ihr seht's ja gerade. Härtner und so. Mann ey! Warum? Mittlerweile hätte ich sogar gelohnt, Low Tackle einzusetzen. Aber das ist halt das Leben eines Gamblers. Das Leben eines Glücksspielsüchtigen. Ich will, dass wieder so coole Slotmaschinen in Pokémon sind. Also ich will, dass wieder so richtig tolle Pokémon-Casinos in den Spielen sind. Das wäre voll cool. Aber das kann man hier wahrscheinlich vergessen. In den neuen Zeiten. Beziehungsweise war das ein Pearl und Diamond? Gab's da nicht so ein cooles Minispiel? Das war richtig cool, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Können wir das überhaupt vergiften? Kann man Käfer vergiften? Eigentlich schon, oder? Sollte schon möglich sein. Aber das läuft dann unter Glücksspiele und das bekommt eine höhere FSK. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Pokémon Let's Go Casino. Das wäre cool. Pokémon Let's Go Casino ab 18. Ich wette, es hätte trotzdem viele. Es wird trotzdem viele Leute geben, die es kaufen. Mit Tackle wäre schon down gewesen. Ich wechsle auch gleich wieder auf Tackle. Das war Heuler. Scheiße. Mann ey! Kakuna, was soll das? Was machst du denn? Schneef. Das macht mich traurig. Oh Gott, ich sterbe. Was ist dem Typ seine Taktik? Dass ich an Altersschwäche verrecke? Ich meine, er ist jünger als ich, das wäre schon möglich. Also drüber nachdenk. Eine sehr geile Taktik, ja. Kannst du bitte sterben? Pass auf, jetzt irgendwie sowas wie 5 EXP oder so ein Scheiß. Wow, 17 Erfahrungspunkte. Das ist fast ein bisschen. Juhu. Schwerbahn gibt Slots. Was? Slots? Was ist jetzt Casino-Zeug oder wie? Ich bin frei, ich bin frei. Ich kann rennen. Ja. Und? Oh. Ein Trank. Oh, Cindy, was meinst du? Oh nein. Pokémon. Meine größte Schwäche. Den kann man gar nicht sehen, der ist unsichtbar. Sieh, dann wirst du reich, meinst du? Das darf ich hier aber nicht mit Echtgeld machen. Ich hoffe, das weißt du. Oh, großartig. Mm. Aber stimmt, das wäre ganz lustig. Wenn man in dem Bot Glücksspiele einbauen könnte. Oh Mann, dann würde jeder im Chat das voll spammen mit Glücksspielen die ganze Zeit. Also nein, nein, vergiss es. Dadurch wird der Chat nur voll gespammt. Weil das wäre tatsächlich eine Sache, die wahrscheinlich Leute spielen würden. Finde es, by the way, toll, dass Mirabla offiziell das Weed-Pokémon ist. Also wenn dich die anderen Mons nerven, auch ein Mirabla. Was? Echt? Steht es im Pokédex oder so drin? Nice. Im Platinum Pearl gab es doch auch so ein Minispiel, oder? Das habe ich vorhin erwähnt. Mit Bomben. War das Bomben? Ja, das war wie Minesweeper, so ähnlich. Und das war ziemlich nice. Und was waren Hard Gold und Soul Silver? Gab es da nicht auch was? Hm. Du warst gerade pupen, hoffentlich richtig fett. Ja, Mann! Nächster Gegner, der sterben will.
und hoffentlich auch stirbt, weil unser Nidoran hat ziemlich wenig Angriff. Sandwirbel. Warum? Warum spielt man so? Warum? Können wir der einfach eine Backpfeife danach geben? Ich meine, es sieht ja keiner. Da gab es so ein Tafelspiel mit dem Voltoball. Das war auch ziemlich cool, oder? Mann, ist alles so lange her. Aua. Oh, da hat sich wohl jemand entschieden, doch mal anzugreifen. Wir haben nicht daneben gehauen. Holy shit, das Nidoran ist super. Holy shit, das Nidoran ist super. Ich habe noch meinen Pokewalker hier rumliegen. Schön. Oh, das war auch ein Ding. Ekelhaft, widerlich. Oh. Aber ja, das hat auch existiert. Das hatte ich auch. Wobei das ja bei jedem Spiel dabei war, oder? Oder musste man dann extra eine extra Version holen? Pikachu! Was war's? Du bist mir egal. immer im Auto und dann geschüttelt. Ja, doch. Hört sich bekannt an. Das Teil zu schütteln. Es war ja noch so ein ganz alter, den man verarschen konnte. So ein Schrittzähler halt. Der nicht mit GPS funktioniert hat. Hallo, Käfersammler Max. Genauso wie der 3DS und den schütteln. Und diese Coins zu bekommen. Uiuiui. Ich habe eigentlich Durst. Habe ich was zu trinken? Soll ich was zu trinken? Ich habe was zu trinken. Alter, krass. Ich habe was zu trinken. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich an sowas gedacht habe vor dem Stream. Heftig. Ich habe da dumm gefarmt als Fünfjähriger, weil man da ein Dratini bekommen konnte und der fünfjährige Ghost nicht wusste, was ein Dratini ist, hat er das 12 Stunden lang gespielt. Ja gut, Dratini ist es eigentlich wert, weil Dratini ist richtig geil. Richtig geil, naja. Oh, ich habe noch eine Idee. Ich weiß nicht, wie einfach man das hier bekommen kann. Porygon. Porygon wäre richtig nice. Porygon 2 existiert ja schon, oder? Das müsste schon existieren. Das wäre komisch, wenn nicht. Kann man jemand nachschauen, wie man in dem Spiel Porygon bekommen kann? Ob man das einfach so fangen kann oder ob man da auch so einen extra Scheiß machen muss? Weil das wäre echt cool im Team. Porygon 2 ist erst Gen 2, meinst du? Wirklich? Das wäre ja richtig übel. Das wäre richtig, richtig übel. Jetzt muss ich mal überlegen, ist Porygon 1 schon gut genug? Hey du. Je höher, desto höher seine Kampfkraft. Ja, ja. Cool. Porygon bekommt man beim Casino. Also es gibt ein Casino, aber da kann man wahrscheinlich nichts spielen. Oder gibt es hier extra Minispiele im Casino? Das wäre cool. Also ist es in dem Spiel hier auch so. Man kann es also nur im Casino bekommen. Aber gibt es hier dann Minispiele? Also muss man hier irgendwas gewinnen, um die zu bekommen? Weil da hätte ich nicht mal was dagegen. Musste ich 10-mal ins Bett legen und schlafen. Oh, du. Ja, Undertale war schön, Cindy. Du hast uns alles geglaubt. Wir haben das richtig hart übertrieben und du hast alles geglaubt. Finde ich aber. Ich fand es echt lustig. Das war ein toller Stream. Ein toller Stream. Oh Mann. Oder Safronia, wo auch immer das Casino ist. Okay. Ach, warte mal. Hä? Safronia? Achso, da wo halt. Okay, ich hab's verstanden. Arena-Kampf. Ja. Cool. Oh mein Gott, 5 Tränke. Warum bist du so nett zu mir? Verpiss dich, du machst mir Angst. Passiert das, wenn Hupti und Cindy ein Kind zusammen haben? Igitt. Wo du als Bauer beleidigt wurdest. Ich? Nee. Ich glaube, du hast was verwechselt.
Ja. Als Bauer beleidigt. Also daran erinnere ich mich jetzt tatsächlich nicht. Also was das jetzt für eine Anspielung ist. Oh, schaut mal unser Team an. Und zwei Pokémon davon benutzen wir tatsächlich dann. Oh ja. Oh ja. So, huch. Warum ist hier ein Bild? Was ist das? Nichts cool. Moment, schauen wir mal. Ist das? Moment. Nein, wartet mal. Okay, das ist was zu trinken. Aber schaut mal oben in der Mitte. Wenn man das falsch sieht, aus der Entfernung so hinläuft und nicht merkt, dass es oben in der Mitte was zu trinken ist, also so eine Flasche, dann könnte man doch sehen, dass das Doge ist, also dieser Hund, dieser Meme-Hund mit einem Kochhut, oder? Oder bin ich verrückt? So, wenn man es so aus der Entfernung, wenn man sich darauf konzentriert, dann sieht man es. Du musst, ja, ich muss da umbenennen, stimmt, stimmt, stimmt. Doch ein Kumpel war im Stream-Chat und hat zu dir gesagt, dann geh doch du Bauer. Ach ja, der war schon komisch. Ach ja, junge Menschen. Die meisten jungen Menschen sind leider etwas behindert. Nicht alle, nicht alle. Aber viele. Genau, Concern Doge. Hat man gerade im Stream gesehen. Ich hasse dich dafür, dass ich es sehe. Ich wusste es. Kann ich dich? Name ändern. Wer ist Nidoran weiblich? Das wird wahrscheinlich das einzige. Wie viele weibliche Pokémon gibt es hier schon? Soll Nidoran weiblich Chi sein? Ja. Pflanze sollte kein Problem sein, weil wir jetzt Knofenser haben, zum Glück. Sollen wir einfach Chi? Yes. Okay, das heißt ja, richtig. Ey, nicht alles groß. Nee, warte mal, ganz wichtig. Chi. BK. Mensch, dann schon richtig. Chibika, Schwiroli. Ja gut, müssen wir noch schauen, was wir noch sonst noch so ins Team bekommen. Ja. So, ich lass mal die in Ruhe, die geben mir eh nichts. Und wenn doch, dann bin ich jetzt traurig, dass ich es nicht bekommen habe, weil ich zu doof war, mit denen zu reden. Was war hier? War hier nicht irgendwas? Hey du. Nimm doch einen Sitz. Ich würde mir jetzt so gern ein richtiges Brett mitgeben. Ich bin alt. Ja. Was war da? Oh! Ja, das Danke! Gott, das sieht man im Stream gar nicht. Moment, ich schaue kurz im Bot nach. Dashboard. Subscribe. Gott verdammt, ich sehe es nicht. Danke an wen auch immer gerade gefollowt hat. Wozu hat er sehe ich das? Ich weiß, das kann man im Bot irgendwo nachschauen. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen behindert. Eventlog. Nee. Das sage ich auch immer. Ja. Ich dachte aber, im Bot sieht man irgendwo, wer gefollowt hat und so. Events? Nee. Muss ich mal nachschauen. Okay, ich zähle jetzt offiziell als kernbehindert, weil 14 Jahre alt. Ja. Ich meine, ich sag dir nicht alle, aber du auf jeden Fall. Okay, ja, hier gibt es sonst nichts allzu krasses mehr, oder? Darum bin ich dir erst also überlegen. Nein, wenn du genau die gleichen Probleme hast, bist du mir nicht überlegen. Moment, oh, ich muss, oh, ich, ist wichtig. Ich habe etwas Wichtiges zu tun. Das habe ich beim guten Northern Lion gesehen. Die alte Dame ist krass. Alter, wirklich, Fleckmann, wieso musst du immer noch so störrisch sein? Fleckmann ist Hund. Ich brauche. Ich nehme hier, ich trainiere einen Fleckmon. Ich trainiere einen Fleckmon. Ich habe mich entschieden. Das ist Hunti. Hunti ist Fleckmon. Ja. Ich meine Ghost. Ach so. Streamlabs OBS. Nein, das finde ich schlechter. Weil das kenne ich nicht. Ja, ich tue dir einen Gefallen, aber immer ober easy, klar. Komm her, komm her, komm her.